Servus, Leute! Nach längerer Zeit, naja, was heißt längerer Zeit? Für euch ist es ja auch nicht lange, aber nach, ja, 2, 3, 4, 5 Tagen, keine Ahnung. Eigentlich hättet ihr mich schon viel früher hören sollen. Naja, jetzt hört er mich ja, hoffentlich. So, was ist das Resümee, wenn man sehr, sehr, sehr lange auf etwas wartet, es dann bekommt, darüber ein Video macht und das Video dann zuerst mal vorgeschlagen wird, also geschätzte Upload-Dauer von 15.000 Minuten. Ich habe es mal ausgerechnet, das waren ungefähr so 250 Stunden, also so 10 Tage, 10, 11 Tage. So, ja, hätte es theoretisch gebraucht, das Video, bis das oben ist, nur weil es in UHD aufgenommen wurde. Und so weiter, ne? Hat's halt echt gemeckert, das Ding. Obwohl das, ja gut, ich hab's dann auf 1080. Das ist eben ein kleiner Mist. Also ich finde das doof, dass mein doof, mein Movie Maker. Ja, das Video läuft eigentlich. Auf jeden Fall finde ich doof, dass mein Movie Maker die ganze Zeit das nur in 1080p. Ja, können wir hier sehen. Es wird nur in 1080p, denn Movie Maker rendert es auf 1080p. Also alles. Also auf alles auf Full HD. Und da bringt es irgendwie nichts, in UHD zu filmen. Also mit dem Handy hier, die ersten Szenen. Vor den drei Gameplays. Hey, irgendwie war das nicht mein Video. Auf jeden Fall bringt nichts, hier die ersten Szenen in UHD zu filmen, wenn es dann eh in 1080p runterge. Egal. Auf jeden Fall wollte ich euch ja zeigen, was mir jetzt schon zweimal gesagt wurde, dass dieses Video gesperrt wurde. So, jetzt gehe ich hier immer drauf und dann schaue ich halt immer, warum. Oh, dieses Mal in mehreren Ländern, sonst ist es immer nur in Deutschland gesperrt. Da ist Deutschland nicht dabei. Ich sehe hier nicht Deutschland. Deswegen weiß ich nicht, warum die ein Problem damit haben. Ich will es ja nicht. Ja, also das können nicht mal Deutsche anschauen, auch keine Österreicher. Warum? Warum geht das nicht? Wenn das gar nicht in Österreich und hier alle drei, alle. Alle Titel, das ist wieder so typisch. Ja, scheiße. So, und in diesem Video möchte ich euch somit sagen, dass dieses vorherige Video mit dem Lenkrad leider ohne Musik sein wird. Und zwar aus diesem Grund. Ich weiß, das ist langweiliger. Deswegen packe ich normalerweise Videos, Musik hinter den Videos. Und ich monetarisiere es normalerweise auch gar nicht. Hier können wir mal schauen. Auf jeden Fall finde ich das halt richtig scheiße. Hier 5 Rechteinhaber, 6 Rechteinhaber, aber ich darf wieder keine Rechte in Anspruch nehmen. Ich meine, gut, mir gehört das Lied. Also, was heißt, mir gehört das Lied nicht? Irgendwo muss ich es ja herhaben, ne? Auf jeden Fall finde ich halt scheiße, dass ich nicht einfach ohne Monetarisierung meine verdammten Scheißlieder hier hernehmen kann. Komm, das ist ein richtiger Unterschied. Und genau das Problem hatte ich bei dem Video einen Tag lang Gruppern auch, dem dritten Film oder wie ich den genannt habe. Das war auch voll das Scheißlied zum Schluss, weil das das einzige, eines der wenigen war, das noch urheberrechtlich frei war. Die anderen waren alle gesperrt und ich lade keine. Ja, was habe ich denn hochgeladen? Ich glaube 15, 20, ja, zwischen 15 und 20 Stunden irgendwas. Ich meine, ich kann es nicht genau sagen. Aber so ungefähr, ja, 15 Stunden kommen schon gut hin, oder 18, zwischen 15, 18, 20 Stunden. So, das ist ein ganzer Tag, ne? Also ich habe 15 Stunden gebraucht mit Bearbeitung. Naja, auf. Ich warte kurz, ich rechne kurz durch. Ja.
unglaubliche 15 bis 20 Stunden, also so, ja, doch. Mist, so lange! Jetzt weiß ich, warum er so lange vorgekommen ist, weil es so lange war. Naja, das hier ist auch ungeschnitten. Ein One-Taker, wie Ufo und TV immer sagt. Ungeschnitten, deswegen will ich mich möglichst wenig versprechen, aber hier kann man sich doch mal echt aufregen. Was haben die eigentlich gegen einen? Ich meine, das ist eh Werbung für die. Hier. Das ist ein Film auf, in Spielszene 3. Spielszene 1. Mann, das sind aber voll gute Lieder, die passen richtig schön rein. Naja. Gut, hier, die kann ich lassen, die wurden vom Urheberrechtsinhaber monetarisiert. Ich weiß nicht, soll ich Einspruch erheben? Ach so. Genau, so. Genau, habe ich immer gesagt. Ha, das ist jetzt zufällig. Naja. Eventuell werde ich sie vielleicht trotzdem rausschmeißen müssen. Naja. Ja gut, dann schmeiß ich sie raus. Also wie gesagt, tut mir leid, wenn es hässlich ist, das Video. Ich meine gut, eigentlich sollte es trotzdem nicht hässlich sein, aber wenn es jemandem nicht gefällt, dann gefällt es jemandem halt nicht. Ja, so. Okay. So. So. Gut. Ich meine, mit Musik habe ich es noch als Original. Ja. Gut, dann noch viel Spaß mit dem Video. In Bearbeitung. Mal sehen, wie lange ich jetzt schon wieder. Übrigens, 40 Abonnenten. Vielen Dank an den neuen Abonnenten. Ich werde auch gleich noch in den E-Mail schauen, wer das ist. Übrigens, wir knacken bald die 7000 Aufrufe. Obwohl bald. Kommt drauf an, wie viele Videos ich noch mache und wie gut das LS-Link gerade ankommt bei euch. Naja. Ist halt wieder so ein kleiner Meilenstein, ne? Am Anfang habe ich mich noch über 100 Aufrufe gefreut, da habe ich extra ein Video gemacht, das habe ich aber mittlerweile schon wieder auf privat gestellt. Denn da war wieder das Falsche hochgeladen und so weiter. Wow, ey, was mir gerade auffällt, vielen Dank nochmal für 162 Aufrufe momentan beim Bremswagen ziehen. Das ehrt mich sehr. Und 105, boah, jetzt fällt es mir erstmal auf. Wie viele Aufrufe ich auf meinen Videos habe. Also für mich ist das extrem viel. Ich stelle mir da mal die Zahl in Menschen vor. Ne, versteht ihr? 120, 60 Leute haben sich das angeschaut. Das sind sowieso schon so unglaubliche Zahlen. Alleine schon 12. 12 ist für mich da schon viel. Ne? Ich meine, bei mir geht es ja nicht um die Kohle. 11, 13, ja, geht doch eh. Warum immer viel? Es geht auch mal weniger. Da sind nicht so viele Hater dabei, hoffentlich. So, aber noch kurz. Jetzt seht ihr mal, wie ich das so bekomme. Hier habe ich zum Beispiel einen bestimmten Suchbegriff in meinen E-Mails eingegeben, sonst hätte ich sie gar nicht alle gefunden. Hier. Finde ich super. Sehr schön. Gut. Vielen Dank fürs Anschauen.
Hoffentlich war es informativ, hat es euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Ciao.